Die Polizei steht für Sicherheit. Wie sicher fühlen Sie sich aktuell auf dieser Welt? Also die Welt, wie sie heute ist, ist auf der einen Seite sehr sicher. Man kann in unserer Stadt, in unserem Kanton in der Nacht ausgehen, spazieren und das ist eine ziemlich sichere Welt, wenn man mit anderen Ländern vergleicht. Und auf der anderen Seite gibt es große Challenges in den nächsten Jahren, auf der Cyber-Ebene auf der einen Seite und sicher die ganze Terrorismusfrage, die ganze globale Kriminalität, das sind schon Herausforderungen für die nächsten Jahre. Was sind speziell im Kanton Freiburg die größten Gefahren oder sagen wir Herausforderungen für die Polizei? Die Polizei sorgt immerhin für Bekämpfung der Kriminalität, öffentliche Sicherheit und Ordnung und auch Verkehrssicherheit. Und ich würde sagen, in diesen drei Belangen gibt es Herausforderungen. Sicher in den nächsten Jahren, die ganze Cyberkriminalität wird ein großes Thema sein, dass man sich so sicher wie auf den Straßen, auf dem Internet, auf diese Webseiten und Social Medias fühlen kann. Aber es ist auch eine Sache der Prävention in den nächsten Jahren. Sie haben von der Polizei 2.0 Made in Freiburg gesprochen. Was beinhaltet das noch, abgesehen von der Cyberkriminalität? Eine Polizei 2.0 beherrscht die Informatik, die Numerisierung der Welt auf der einen Seite, ist in der Lage, so wie sozial auch gegen eine sehr gefährliche Kriminalität verhältnismäßig reagieren zu können. Und auf der dritten Ebene muss einfach diese Polizei zugänglich bleiben, mit gesundem Menschenverstand können arbeiten. Das ist die Polizei 2.0. In Connection, aber immer menschlich. Bei Ihrer Präsentation haben Sie auch von der Zusammenarbeit mit den Medien gesprochen, die funktionieren muss. Was heißt das für Sie genau? Wir haben danke auch die Aktion von meinem Vorgänger Pierre Chouvet, also nein, vom aktuellen Kommandant Pierre Chouvet, eine relativ offene und eine so offen wie mögliche Kommunikation. Die müssen wir unbedingt behalten. Ich denke, dass die Bevölkerung wissen will, was ihre Polizei macht. Und das ist auch das Ziel, dass wir da so offen wie möglich kommunizieren können. Sie sind der jüngste Polizeikommandant in der Schweiz, jetzt mit 41 Jahren. Was sind die Vor-, was sind die Nachteile von Ihrem Alter in diesem Amt? Ja, ich habe das heute erfahren, zwar unbedingt nicht unbedingt das Ziel, der Jüngste zu sein, weil wenn ich der Jüngste bin, dann voilà, es wird sich mit den Jahren sicher korrigieren können. Ich sehe da einen großen Vorteil, zwischen jüngeren und älteren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ein Bindeglied zu sein, dass man von den Erfahrungen von unseren Vorgängern so viel wie möglich profitieren können, aber auch die ganze Dynamik der Jüngeren auch annehmen können. Das ist ein Vorteil für mich mit meinem Alter. Und Nachteile sehen Sie jetzt gerade noch keine? Werden wir mal sehen. Ich werde mich so engagieren, dass man mit diesen Nachteilen trotzdem unsere Herausforderungen packen können. Gut, vielen Dank, Herr Aller. Danke.